geschwächt. Pass auf! Konntest du die Fackeln zum Bergbaudorf anzünden? Ich müsste alle angezündet haben. Du kannst jetzt gehen. Ich danke dir. Endlich kann ich mich mit meiner Schwester treffen und zum Dorf gelangen. Ich wünsche dir auch eine gute Reise. Thank you.
sehe einen Drachen in der Luft. Der reisende Händler muss in der Nähe sein. Was ist denn hier los? Wie oft denn noch? Die Tore zur Stadt sind geschlossen. Los, weitergehen! Was? Warum? Wir vermuten eine bevorstehende Welle von Phantomen. Wenn ihr nicht getötet werden wollt, solltet ihr gehen. Die Erleuchteten auf dem Anwesen sollten etwas dagegen unternehmen, aber die Feuer sind immer noch nicht entzündet. Wie komme ich zum Anwesen der Priester? Dreh dich um und schau nach Südosten. Es ist auf dem Hügel dort, bei den Sonnenblumenfeldern. Ich muss gehen. Zerschmettere die Gegner endgültig. Du darfst dich gern umsehen, aber... Hoher Priester, ist das ausreichend? Du vertreibst die Dunkelheit. Hilf uns in der Mühsal. Möge Telos deinen Weg erleuchten. Brauchst du etwas? Zeig mir deine Waren. Gesegnete Pflanzen und mehr, wenn du Tribute hast, natürlich. Du bist der Namenlose mit dem verfluchten Relikt. Wenn du schon von mir gehört hast, macht das die Sache einfacher.
Was ist mit den Feuern los? Die Stadt ist blockiert und die Menschen könnten in Gefahr sein. Sag mir nicht, was ich schon weiß, Fluchbringer. Telos Zorn ist über uns gekommen. Überall sind Phantome und wir können die ewigen Schreine nicht erreichen. Wir Erleuchteten sind nicht so wie du. Wir sind zu wichtig, um zu sterben. Armselige, unfähige Feiglinge. Die Menschen sind in Gefahr, während ihr nichts tut? Wie sollen wir diese Feuer entzünden? Sag es mir. Du willst die ewigen Schreine anzünden? Nun, warum nicht? Vielleicht kannst du ja nützlich sein. Verkürze deine Predigt, Priesterin, oder ich könnte dich wirklich verfluchen. Ah, da ist Öl im Lagerraum oben. Benutze es für die Schreine. Es wird die Phantome von der Stadt weglocken. Geh jetzt! Nun, wir haben nicht danach gesucht, aber interessant. Hier geht es um einen Priester, der die Regeln gebrochen hat. Was könnte ein Priester tun, um in Ungnade zu fallen und ins Gefängnis zu kommen? Wird es die Phantome anlocken? Ich weiß nicht genau wohin, aber ja. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Eine der Ketten, die die Sonnenuhr halten. Ein Symbol für Telos Macht. Nicht nur ein Symbol der Macht, eine Manifestation.
Gauntlet ist noch nicht stark genug, um das zu zerstören. Ich habe den reißenden Händler entdeckt. Du hast doch ein paar Tribute, oder? Die Pilger fragen oft nach den Sonnenblumen, die auf den Anwesen der Priester in Hülle und Fülle wachsen. An diese Geschichte erinnere ich mich gern. Es war eine Zeit großer Hungersnot. Die Phantome hatten das Wild verjagt und im ganzen Land fielen die Ernten aus. Ein junger Priester fiel auf die Knie und betete. Telos überreichte ihm daraufhin ein Geschenk. Einen Beutel mit Samen. Der Priester pflanzte die Samen und sah sie kräftig wachsen. In voller Blüte wandten sich die Blumen wie zur Anbetung der Sonne zu. Die Menschen aßen die Samen der Sonnenblumen und wurden stark. So konnte die Hungersnot abgewendet werden. Und nun sind diese Blumen ein heiliges Symbol für unseren Orden. Und eine Erinnerung daran, dass Telos immer über uns wacht und bereit ist, uns erneut zu segnen. Diese Brände sind ein interessanter Trick. Eine Mischung aus Öl und Essenz zu verbrennen. Du klingst neugierig. Die Menschen sind immer wieder überrascht. Das war's. Wir sollten zurück zur Hohepriesterin gehen. Ich frage mich, wie genau sie die Phantome an bestimmte Orte locken wollen. Wie meinst du das? Nun, die Phantome anzulocken ist eine Sache. Aber niemand will, dass sie auf einen zuspazieren, oder?